Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Charles Oliveira hat nach dem Benil Dariush Siegesserie durchbrochen, hat bewiesen, dass er der potenzielle Titelwärter für Makhachev 2 am 22. Oktober in Abu Dhabi bei UFC 294 sein kann. Oliveiras Head Coach Diego Lima ist zuversichtlich, dass beide im Octagon nochmal aufeinandertreffen. Das Rematch wird entscheidend dafür sein, ob Oliveira den Gleichstand schafft oder ob Makhachev das Ding ein für alle Mal zumacht. Lima geht davon aus, dass Dubronx Makhachev via Knockout finishen kann und wird. Zudem behauptet er, dass Oliveira bei der UFC 280 eher nicht er selbst war. Und um ehrlich zu sein, vertrete ich seine Meinung. Vermutlich auch viele Anhänger Oliveiras. Es ist nicht abzusprechen, dass Islam Makhachev auf dem Boden keine Fehler macht. Seine Schnelligkeit im Bodenkampf und die Finishes durch Submission sind einfach nicht von dieser Welt. Es gibt allerdings ein paar Punkte, die beachtet werden müssen. Stichwort Striking. Charles Oliveiras Striking ist sehr stark und darf auch von Islam Makhachev nicht unterschätzt werden. Es steht außer Frage, dass Makhachev Oliveira zu Boden bringen wird. Oliveira kann im Rematch aber entgegenwirken, wenn er seinen Längenvorteil nutzt und eine gute Distanz entwickelt. Makhachevs Takedown-Versuche sind zwar vielzählig, seine Schnelligkeit dabei ist unnormal, auch seine Transitions auf dem Boden sind vorher schon sehr gut durchkalkuliert. Arbeiten aber Oliveira und sein Team an einer Strategie von Anfang an, schnell und präzise Druck aufzubauen, Makhachev mit Frontkicks, Lowkicks und mit vorwärts bewegenden Jabs nach vorne an den Zaun zu drängen, hat Oliveira Chancen, Makhachev in den Clinchkampf zu verwickeln. Oliveira kann als gefährlicher Muay Thai-Kämpfer im Clinch Makhachev in eine realistische Stresssituation bringen, Ellenbogen abfeuern, Uppercuts raushauen und genau hier kann die Transition auf Makhachevs Rücken der Fall sein. Insgesamt hängt Oliveiras Erfolg aus seinem durchdachten Ablauf ab. Ab Beginn der ersten Runde muss Oliveira auch dafür sorgen, Takedown-Versuche an Makhachevs zu stoppen. Für das Rematch Charles Oliveira vs. Islam Makhachev sind allgemein drei Punkte wichtig. Er muss voll da sein, Makhachevs Status ausblenden und eine Mischung aus scharfem Striking, Distanzkontrolle und Clinch-Vergleich. Charles Oliveira kämpft beim potenziellen Rematch mit einem Reichweitenvorteil von 188 cm. Auf einer Körpergröße von 1,78 m. Islam Makhachev unterliegt in der Reichweite mit 179 cm, Körpergröße 1,78 m. Prediction, nochmal, beim Makhachev Rematch ist es für Oliveira zwar nicht ausgeschlossen, Erfolge auf dem Boden zu erzielen, dennoch sehe ich seine tatsächlichen Gewinnchancen im Striking kombiniert mit hohem Druck gegen den Zaun, Clinchkampf, die Makhachev einhängen können, kurze, schnelle Ellenbogen. Schwächter Makhachev, abschließende Links-Rechts-Kombination, mental gefestigt und mit einer guten Strategie folgend für die UFC 294 in Abu Dhabi am 22. Oktober gewinnt für mich Charles Oliveira via KO Punches. Yo, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache.